Nach einer Woche geht es endlich weiter mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und yo, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, wir werden den Hateno-Turm erklimmen. Aber ich glaube, das wird nicht so leicht sein, weil da glaube ich überall Stacheln drumherum sind und man braucht Feuerpfeile genügend. Und wir haben glaube ich gar nicht so viele am Start. Müsste ich mal nachschauen. 6 Stück. Na, mal schauen. Und noch den Schrein, der irgendwo da vorne ist. Den ich aber gerade nicht sehen kann. Na, egal. Werden wir erstmal auf dem Wege sein. Erstmal. Mit unserem Pferdi. Das doch ein bisschen stur ist, aber das wird schon noch. Auch ein bisschen hin und her tätscheln, aber oh. Wir haben Gefahr gerade. Aber kein Problem. Machen einen kurzen Prozess. Hätte fast ausgeholt. Ich wäre wieder fast gestorben. Eine Hacke. Robustes landwirtschaftliches Werkzeug zum Umgraben von Feldern. Wenn man damit umzugehen weiß, leistet es auch als Waffe passable Dienste. Und ich wollte es eigentlich auch so machen, weil das letzte Video, also das letzte Video allgemein, wegen Meinung von Bibi und so das alles, habe ich ja mit OBS aufgenommen und hat man kein Rauschen gehört. Komischerweise, bei der Elgato ist es so. Ich habe keine Ahnung warum. Ich will nicht extra mit Audacity aufnehmen, weil ich nicht so richtig einen Plan habe. Okay, aufnehmen, ja, aber ich will es gleich immer exportieren und nichts bearbeiten eigentlich. Deswegen, keine Ahnung, will er mir nicht. Mit OBS habe ich es mit Elgato verbunden, will soweit, aber ich will auch den Ingame-Sound hören. Kann ich aber leider nicht, weil wenn ich Kopfhörer an die Switch da dran packe, also um halt den TV-Modus zu nutzen zu können und so, wegen Let's Play und so, ist halt klar. Dann will ich auch Ingame-Sound hören, ey, das bringt mir nichts. Ich brauche Ingame-Sound, weil ohne irgendwas bringt's nichts. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen könnte. Vielleicht kann mir ja da einer hier von euch helfen. Wäre nett. So, wo sind wir jetzt hier gerade? Ich weiß es gerade nicht. Aber ich habe eine Idee. Wenn das was bringt. Nein, wobei. Ach, nee, doch nicht. Ach, nö, das war jetzt keine gute Idee. Das war jetzt keine gute Idee. Na, machen wir es einfach so. Das war perfekt. Ich habe ja auch bei einem Meinungsvideo, Analyse, wie dem auch sei, deswegen habe ich es auch getrennt, deswegen auch als zwei Wörter, habe ich ja Facecam benutzt. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal ein Facecam machen oder so. Da habe ich kein Problem damit und ja, wäre cool. Wow. Nice, ausgewichen. So macht man das. Perfekt. Benutzen wir jetzt einfach. Was machen wir denn? Benutzen wir mal den Kopfsammler vom Jäger. Es war noch Bockschock dabei, egal. Du bist Geschichte, verpiss ich. Ein Hyrule-Reis, cool. Aber mal wieder was Neues. Das meist gehandelte Getreide in Kakariko. Er wächst nur in wasserreichen Regionen und ist die Hauptzutat für beliebte Rezepte wie Risotto oder Reisbällchen. Alles klar. Ich glaube, da wird das übliche Zeug raus. Was haben wir hier? Ein blauer Bock. Oh, verdammt. Das kannst du vergessen. Du fühlst dich wohl cool, oder was? Na komm. Nehmen wir das Schild auch gleich mit. Irgendwie aber auch doch nicht. Machen wir es halt so. Ja, das bricht sowieso gleich. Also komm, nee. Können wir weghageln. Nehmen wir hier, da ist war ja noch ein Goshin-Schild. Das haben wir auch im letzten Part. Am Schrein. Ich glaub, es war im letzten Part. Ist wieder eine Woche her. Ach, geh weg, Mann, Alter. So. So schnell wird's. Aber wir müssen auf jeden Fall wirklich dann auch mal zum Turm dann soweit. Hoffentlich dann noch in diesem Part. Wäre schön. Bricht auch bald wieder. Ach Mann. Die halten nicht so lange die ganzen Sachen. Nee, das war zu niedrig.
Richtig dämliche Aktion. Wo war denn jetzt das eine Schwert? Hier hinten, ne? Ein Reiseschwert. Naja, okay, gut, naja. Und man will ja mal wieder gesagt, besser als nichts. Dann nehmen wir gleich unser Pferd mit. Am besten. Lecken tut's immer noch. Aber ich kann jetzt nicht genau 1 zu 1 jetzt noch was sagen, aber im Sommer gibt es schon mal das erste Zelda Breath of the Wild DLC, was eigentlich auch ganz interessant ist. Unter anderem, was sogar vor allem auch mit dabei ist, ist, was man dann finden kann irgendwo auf der World. Kann man dann irgend so eine Truhe finden oder so. Ja, geht weg, ihr Bienen, Alter. Unnötig. Da kann man Korksleister finden. Also, wenn das nicht gut ist oder so, vor allem für mich ist das sehr gut, weil ich finde meistens nur Korks, während ich einfach mal nur so durch die Gegend latsche. Mehr passiert das eigentlich auch nicht. Und ja, für mich auf jeden Fall wäre das ganz gut. Mal wenigstens mit einem guten Bogen ausgerüstet, wenigstens. Oh, mal wir ein wenig Pfeile, merke ich gerade. Das ist nicht so gut. Ja, mach mal einfach so, komm. Das war doch gut bis jetzt. Ja, dafür haben wir unsere ganze Ausdauer getankt. Ach komm, geh einfach sterben. Ihr könnt doch alle gar nichts. Was seid denn ihr? Vor unnützes Pack. Junge. Können wir den ja auch gleich auslöschen? Ach man, bin ich dumm. Perfekt wieder ausgewichen, ne? So muss das sein. Perfekt. Schon wieder. So ist es auch am besten, ne? Das bricht auch gleich. Ach, passt. So schlimm ist er auch wieder nicht. Ey, bleibt mal ruhig. Auch wieder so ein. Aha, nee. Die Viecher gehen übelst ein auf die Nerven. Aber richtig hart. Warte mal, dann machen wir das Ganze mal anders. Ach, nö, auch noch nicht getroffen, ne? Ernsthaft? So schlecht. Ach ja, finde ich cool. Oh Mann. So, das hole ich mir jetzt extra jetzt nicht. Ich will Zeit sparen. Wir haben fast 8 Minuten. Nein, wobei. Naja, mal schauen, vielleicht mache ich eine halbe Stunde. Dafür dauert der Upload etwas lange. Bisschen zu lange. Hoffentlich nicht so lange, dass es heute noch hochkommt. Das wäre schön. Ihr dürft außerdem wieder gespannt sein. Am Wochenende wird auf jeden Fall, also Samstag 1, Sonntag 1 kommen. Und dann in den nächsten 2 Wochen habe ich dann wieder Zeit. Dann wird hoffentlich mal schauen. Jeden Tag ein Video kommen oder alle 2 Tage. Mal schauen, wie ich gerade Lust drauf habe. Ich werde es auch so machen. Da ja sowieso mal ab und zu mal ein Video kommt. Deswegen habe ich auch in der Kanalinfo geschrieben. Deswegen gibt es auch keinen Uploadplan, dass Videos an bestimmten Tagen kommen. Also nur ab und zu mal halt, wie gesagt. Und ja, dann werde ich das dann auf Twitter oder Instagram dann auf jeden Fall sagen. Beziehungsweise, dass ich halt was kommentiere. Und dann wisst ihr halt Bescheid, so meint sich das. Aber ich dumm beim Erklären und so. Das Deutsch war absichtlich gerade. Und ja, deswegen. Warum war ich gerade ein bisschen dort. Oh, was hat denn der? Das habe ich sogar privat noch gar nicht gesehen. What the fuck? Was hast denn du mit dir, bitteschön? Oh, jetzt gehen die ja auf die Nerven, ey. Meine Fresse. Oh, geh nicht auf die Nerven, Junge. Mein Gott. Sag mal, irgendwie, was schloss mit dir, Mann? Oh Mann, ist ja gut. Wir haben es verstanden. Jetzt geh sterben. Oder nee, ich nehme das einfach.
Eine Sanderlanze, eine Lanze mit spezieller Sanderklinge. Die Bestlanzenkrieger der Shika können damit ihre Gegner zu sich heranziehen und gleichzeitig kampfunfähig machen. Lol, okay. Hat zwar eine Stärke von, wie viel waren's? 12? Ich hab die privat noch nicht mal gesehen. Das ist jetzt wirklich voll neu für mich. Lol, okay. Ah komm, du kannst sowieso nichts mehr ausrichten. Komm. Ferdili, wo bist du? Ich sehe dich auf der Karte. Ach, da. Ich will zu Hateno. Ich bin schon ein kleines bisschen weit weg, kann das sein? Da war der Schrein. Das weiß ich auf jeden Fall. Warte mal, weg. Noch nicht. Ne. Okay. Nee, ach, hier kann man es öffnen. Okay. Wo waren das jetzt her? Ja, nee, eigentlich ja nicht, ne? War kein Hauptziel zu Athene oder sowas? Boah. Wahrscheinlich irgendwie ja nicht. Ah ja, doch. Ich bin schon wieder gerade ein bisschen auf dem kompletten Fuß. Irgendwie. Na komm. Was mache ich denn nur gerade für ein Mist? Wo ist denn der Turm überhaupt? Hier, da oben. Okay, da könnte ich mich ungefähr so irritieren. So, mache ich am besten so einen Punkt dahin hier. Nur so erstmal. Weil ich ja sowieso weiß, dass da hier Stacheln sind. Warte mal, ich will mal was nachschauen. Ich hatte gerade was geblinzelt. Achso, noch ein Holzschild. Ich habe ja schon noch Reiseschild und ein Tierschild. Ich nehme was bei dem Tierschild. Ist zwar was Schwaches, aber hey, wenigstens etwas für ein bisschen. Und da läuft irgendein NPC rum. Gut. Jo, auf geht's zu Hateno, würde ich sagen. Ich muss halt nur irgendwie jetzt gerade nur einen Weg nach oben finden. Ist gerade ein bisschen schwierig. Oh, zurück. Eine Sportkröte. Ist sie noch hier? Bitte. Aber ich glaube, sie ist schon weg. Ach, verdammt. Naja, gut, egal. Machen wir weiter. Oder auf zum Turm? Ich weiß nicht. Bis jetzt haben wir so... Zum Glück. Also, wir haben bis jetzt Glück, dass es noch nicht geblitzt hat, weil das ist noch schlimmer. Unser Eisenhammer wird da bedroht bis jetzt. Sonst, keine Ahnung. Wie komme ich denn jetzt hier hin? Warte mal, hä? Also irgendwie reite ich gerade ein bisschen doof, kann das sein? Ich will irgendwie nach unten kommen. Aber irgendwie kriege ich es gerade nicht so richtig hin. Hä? Ich habe mich gerade voll verfahren, wollte ich gerade sagen, aber das passt ja gar nicht. Achso, hier runter auf jeden Fall. Jetzt hat zum Glück auch aufgehört zu regnen, das ist wunderschön. Weil Pfeile brauchen wir auch, die gibt es in Hateno auch, in einem, wie heißen die nochmal, Krämerladen. Jetzt habe ich's. Genau das Wort, was ich suchen wollte. So, wie gelangen wir jetzt irgendwie nach oben? Ich brauche irgendwie einen Weg. Irgendwie. Komm nochmal. Und nochmal. Reide geschwind. Ah doch, wenn da der Hateno-Turm ist und dann etwas weiter geradeaus. Ja, nee, komm. Lassen die jetzt mal in Ruhe. Beziehungsweise ich auch. Und ich will einfach keinen Stress gerade. Also. So eine extra Brücke. Okay. Ein bisschen abbremsen. Na komm schon. Ah genau, da oben ist auch der Schrein. Da ist auch Hateno. Ich sehe es schon. Wir müssen nur versuchen, irgendwie da auch dahin zu kommen. Aber irgendwie kriege ich es bis jetzt überhaupt null hin. Na wobei, so langsam wird's was. Aber, wir haben da verschiedene Gegner. Alle Sorten anwesend. Was war jetzt? Ja, ich sehe es auch schon. Ja, soweit ich auch weiß, waren auf jeden Fall Stacheln. Aber die kriegen wir, glaube ich, gar nicht hin. Hab so das Gefühl. Oh,
jetzt geht der aber doch bestimmt auch wieder auf den Nerven. Komm, geh gleich weg. Ja, der andere ist nämlich auch schon direkt hinter uns. Ey, was wachst du, mein Pferd, Junge? Gibt's Eisnamen in die Fresse? Okay. Dass es gleich kaputt gegangen ist, habe ich damit jetzt nicht gerechnet. Boah. Auf die Fresse. Du wachst hier mein Pferd ja anzugreifen, Junge. Was fällt dir ein? Schon gelernt. So. Den Soldaten haben wir erstmal hier dabei. Und weiter geht's. Mann, das ist... Mann, Mann, ey, was ist denn das jetzt für ein Mist? Gut, dann machen wir's. Dann machen wir's so. Da gehen die ganzen Boglins und so uns halt nicht auf die Nerven. Ich glaube mit Y, ne? Und dann wird er gleich anzeigen. Ja. Perfekt. One-hitted immer sofort. Oh, Mann! Gut. Das ist immer sehr schön. So. Ich werde jetzt trotzdem mal mit den Feuerpfeilen versuchen, die ich momentan habe. Bleib da, genau da, bleib genau da stehen. Werden wir uns etwas hoch erklimmen. Ja, da haben wir schon die ersten Stacheln. Ach, Mann. Du hast hier nichts zu suchen. So. Komplett runter mit dir. Ich gönne mir jetzt trotzdem die Äpfel. Ich weiß, das ist keine gute Idee. Ist ja gut, ich hab's verstanden. So, haben wir uns wieder geheilt, wunderschön. Ah, hier wieder Hyrule-Gras. Haben wir jetzt auch gerade wieder. Seit langem. Und wir sind hier beim Hartenoturm, was voll verzweigt mit den ganzen Stacheln hier ist. Was ein bisschen nervig ist. Ja, mal schauen, ich versuch's jetzt einfach mal. Ob es was bringt. Aber nur ein Teil, verdammt. Das verteilt sich nicht komplett. Das ist nur ein Teil davon. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt ein bisschen doof. Und nicht so cool. Wie weit wird mir jetzt hochkommen? Nicht besonders viel. Wird mir wenigstens bis zur ersten Etage kommen. Das wäre wenigstens wunderschön. Okay, auf jeden Fall. Das ist... sehr gut, ich nutze einfach mal den letzten außer. Hat sogar was funktioniert. Ist sehr schön. Komm, wenigstens die letzten Feuerpfeile um da, wenigstens, ich will den Turm erklimmen, wenigstens. Ich habe keinen Plan, was wie der Part heißen könnte. Weil ich meistens nur sinnlos aus die Gegend rumlaufe. Und das ist nicht gut. Mir fällt meistens immer wirklich nichts ein. Ist wirklich so. Real Talk. So, noch was Nerviges zufällig? Nein? Nö. Geht stark drumherum, aber den kann man ja drumherum klettern. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ja gut, perfekt. Dann schaffen wir... Och, das ist jetzt nicht dein Ernst. Hallo? Hallo? Was ist... Was machst du denn? Junge. Was hast du gemacht? Ach Mann, ey. Link, du bist aber auch ein Trottel. Nee, du vergeudest wertvolle Zeit. Ich bin nur gerade mal beim Turm hier angelangt, mehr nicht. Ja, ich habe sehr viel im Part geschafft. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Oh, komm schon bitte. Oh, aber arschknapp, ey. Heftig. Und nochmal heftig. Ich glaube, ich sollte das mal sein lassen. Wenn einer jemand den Insider checkt überhaupt. Ich habe keine Ahnung. Ja, passt schon. So, zweiter Versuch. Wir brauchen auf jeden Fall deutlich viel Ausdauer, kann das sein? Auf jeden Fall. Achso, wir haben ja schon wieder... Na, okay, müssen wir da ein paar Schreine machen. Aber alles nach der Zeit, das kriegen wir schon hin. Achso, danach kommt ja nichts. Oh, nee, wie kommen wir denn dann doch nicht hoch? Oder wobei? Ja, doch, wird knapp. Nee, wird eigentlich nicht knapp. Hier ist ja nochmal hier, wo wir Pause machen könnten. Aber nicht an den Stacheln, Link. Beruhig dich.
So, jetzt aber hoch. So, brav. Ja, letzten Meter. Perfekt. Yes. Hathenoturm erklimmt und erfolgreich abgeschlossen. Ein weiterer Kartenbildschirm hinzugefügt. Yay. Perfekt, so muss das sein. Ich warte immer noch auf den ersten Blutmond. Den haben wir bis jetzt immer noch nicht gehabt, komischerweise. Privat habe ich den schon beim ersten Turm schon gehabt. Dalabertragung beginnt. Und somit wiederhole ich mich wieder. Haben wir einen weiteren Kartenbereich freigeschaltet. Yay. Und man sieht, dieser Bereich ist deutlich größer als die anderen beiden. Wenn man nur her vom vergessenen Plateau nur aussieht, und das ist eigentlich schon recht groß für den Anfang, und dann erst die anderen Bereiche da dann freischaltet. Alter, das ist wirklich richtig heftig. Naja, ich habe ja privat ja schon die komplette Karte ja schon freigeschaltet. Aber wirklich dieses komplette Map, beziehungsweise auch die Overworld und so, weil Open World und so versteht sich, ne? Vorspiel. Das ist wirklich riesig. Und das war noch okay noch ausgedrückt. Wo ist denn das Pferd hin? Ach, da. Ah, perfekt. So, da haben wir den Hateno-Turm. Yay. Da fällt mir ja doch was ein, was ich in den Titel reinschreiben kann. Fehlt nur die Beschreibung. Hoffentlich denke ich daran. Wunderschön. Da kommen wir auch gleich zu Hateno, weil das ist dieser kleine Mini-Wald da. Dann kommt gleich Hateno. Der Sprung war perfekt. Den Hyrule-Pilz will ich mir mal gönnen. Wie viele Rubine habe ich? Naja, okay. Geht eigentlich so, würde ich sagen. Irgendwie. Und ja. Okay, dieses Ja hat sich ein bisschen komisch und zweideutig angehört. Ja, gut, habe ich gesagt. Ja. Auf zu Hateno. Aber zuerst knöpfen wenig vor. Aber nicht mit den Feuerpfeilen. Ach du Scheiße, habe ich wenig. Ne, ich brauche noch ein bisschen Ausdauer. Mann. Nein, Pferd, das wollte ich nicht. What the f. Wow, 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 chill. Das hätte böse ins Auge gehen können. Ach, dann, nee, dann machen wir es halt. Machen wir es halt so. Ich würde eigentlich wieder perfekt ausweichen und dann so richtig rein in die Phrasen rein. Ah, den üblichen Start nehmen wir im Moment. Komm. Perfekt. Das sind wir doch gleich da, ne? Müssen wir gleich da sein, auf jeden Fall. Das ist dieser kleine Wall. Und irgendwo gleich da oben ist auf jeden Fall Hateno, das weiß ich. Jetzt habe ich nur gerade keinen Plan, wie ich da hinreiten könnte. Warte mal. Nee, das ist wieder falsch. Umdrehen. Wir müssten nur irgendwie gerade reiten. Weil da ist der Turm. Und hier auf jeden Fall ist dann Hateno. Ah, verdammt, ich bin aber gerade irgendwie ein bisschen zu doof gerade, ne? Kann das sein? Hm, ja. Vielleicht aber auch irgendwie auch drumrum. Nee. Ich krieg irgendwie gerade gar nichts gebacken. Ich müsste jetzt mal kurz auf die Karte schauen. Hateno ist ungefähr. Warte mal, da ist der Turm. Hier ungefähr ist Hateno. Hier ungefähr. Verdammt, ey. Irgendwie kriege ich gerade nichts gebacken. Ich bekomme gerade nichts hin. Jetzt muss ich überlegen. Ich folge einfach mal hier diesen einen Weg. Der hier gerade durchgeht. War das ein Reim? Das hat sich fast so danach angehört. Jetzt sind da wieder ein paar Gegner am Start. Natürlich können wir die auch gerne mitnehmen. Aber wir machen das ganz scharf. Einmal hier rein.
Ja, schön für euch. Ich brauche Aufmerksamkeit. Ihr könnt alle sterben. Ihr seid unwichtig. Dann normale Pfeile benutzen. Ah, hier sind auch wieder ein paar Pfeile, habe ich gerade bemerkt. Hier kann man dafür den Luftstrom benutzen. Das war sehr gut ausgenutzt. Ja, ist ja gut. Du gehst einfach mal weg da. Ich will mal an die Schatztruhe dran. Und wenn ihr Schatztruhen findet, also solche Holzkisten, und wenn ihr diese kurze Anzeige einfach nicht sehen wollt, macht es einfach kaputt und sammelt es einfach ein. So manchmal mache ich es manchmal. Ja, das war gut. Okay, mit der Bockeile geht es nicht, aber die zerbricht auch wieder gleich. Perfekt, ne? Perfekt. So, warum wir es jetzt hier? Machen wir es jetzt einfach mal mit der Sonderlanze. Oh, was fällt dir eigentlich ein, mich anzugreifen? Herr der Zeit. Der versucht mich hier mit Stein hier abzuwerfen, was er nicht hinkriegt. Dafür kriegt einer auf die Fresse. Gut. Hehehe. Die Schatztruhe haben wir ja hier perfekt. Ja, was schnell hoch? Geht das auch gleich so? Nö. Machen wir es halt so. Perfekt. Laufen wir erstmal hier hoch. Ich denke mal, dass hier auch eine Schatztruhe sein wird. Gibt es dann eine kleine Überraschung hier? Komme ich richtig schön in die Weichteile. Ich gehe gerade ein bisschen ab irgendwie gerade. Ja, Junge, reiß dich. Reiß dich. So, ist doch schon viel besser. Reißerschild? Nö, irgendwie auch nicht. Haben wir auch schon eins davon? Ja, haben wir auch. Haben wir auch. Oh. Nee, komm dann. So, kurzen Prozess. Und tschüss, Mann. Oh, irgendwas Neues oder was? Ein Ishin-Bogen, okay. Traditioneller Bogen der Shika. Wenn man sein Herz mit der Sehne eins werden lässt und sie spannt, erscheinen auch entfernte Ziele, als wären sie ganz nah. Ach, das ist so, das ist dieses Nahschießen oder wie man das auch nennen könnte. Ja, genau, ja. Aber es ist manchmal ein bisschen komisch zum Ziel, habe ich so das Gefühl. Da hatte ich privat mal ein bisschen, naja, meine Probleme. Okay, zweiter Versuch. Laufen wir nochmal hier hoch. Ich glaube, da hier war auf jeden Fall eine Schatztruhe. Auf jeden Fall. Aber wieder so eine Holzkiste. In der Cookie, was da drin ist. Ein Opal. Gut. Naja, besser als nichts auf jeden Fall. Fertig. Ich komme zu dir. Geflogen mit dem Parasiegel. Perfekt. Ich sag das ziemlich oft, perfekt kann das sein, ne? Lol, Harry. Ja. Auf, geschwind zu HT, nur bevor wir den Part beenden. Oh, scheiße, jetzt habe ich schon gespoilert. Jetzt werden schon einige wegklingen. Ja, verdammt, ich werde keine Views generieren. Ja, laber mal nicht so scheiße. Rein wir geschwind zu HT, no. Und müssen ein bisschen Geld ausgeben. Irgendwie so in der Art. Ja, schon. Achso, sind auch wieder hier einige Moblins am Start. Hier, was soll das hier? Das ist mein Wildschwein, Junge. Was fällt euch ein? Warte mal, jetzt geht's ja weg. Okay. Nein! Mein Wildschwein. Klaut es nicht, es ist meins. Ihr könnt mich mal. Ich wollte eigentlich euch gar nicht bekämpfen oder so, weil ich darauf keine Lust hatte. Ob bist du eigentlich noch zu retten oder was? Es fällt dir ein, Mann. Hier links hier der Boss. Meine Güte. Was fällt euch eigentlich ein, hier? So ein VIP. Okay, ich übertreibe wieder. Nee, 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 komm dann. Auf zu Athena. Aber wir reden noch mit den NPC hier. Mit den Belis. Sollten dir je Geschichten über einen grandiosen Schatzjäger zu Ohren kommen, wisse, sie handeln von mir, Belis. Du fragst mich, wozu Teile von Wächern gut sind? Keine Ahnung, aber am Akala-Institut gibt es einen Forscher, der dir den Kram zu Spitzenpreisen abkauft. Ich hoffe bloß, dass er keine unverantwortlichen Sachen damit anstellt. Ich meine, er wird ja wohl kaum neue Wächer damit bauen wollen. Hey du! Nee, überhaupt nicht, aber Akala-Institut
ist mega geil. Bist du an welcher Teil interessiert? Auf jeden Fall schon. Was gefällt dir hiervon am besten? Ich nehme einfach alles mit. No. Gib mal her den ganzen Kram. Nein, nein, das war's schon. Das passt. Weiter geht's. Und jetzt sind wir in Hateno angekommen. Oh yeah. Im Partschluss. Cool. Wunderschön. Bleib doch mal ganz ruhig. Wer? Wer da? Bist du ein Eindringling? Nein, ein Reisender. Stimmt schon, du siehst wie ein ganz normaler Hylianer aus. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnell Schlüsse gezogen habe. Ah, passt schon. Dann geh ruhig weiter. Du bist hier auf der Durchreise, oder? Also, wenn du einkaufen willst, wirst du im Krämerladen fündig. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Perfekt, ich danke dir. Wann werden wir unser Pferd erstmal absetzen? Mal schauen. Ich glaube hier so recht vorne, so neben dem Krämerladen, würde ich sagen. Das ist der Typ. Sprachfehler, statt uns das geschrieben. Ja, der Typ gerade eben übrigens, der uns dann alles zeigen wird. Ich will dann erstmal gleich mal in den Krämerladen rein. Ich putte auch mal ein paar Pfeile. Bombenpfeile gibt es auch am Start, perfekt. Ich will mir gleich mal ein paar Pfeile gönnen. Am besten gleich alle. Klingt gut. Bombenpfeile waren ja klar teuer, kann das sein? Was ist denn jetzt? Geht nicht oder was? Nee. Warum auch immer. Nehmen wir mal 5 davon. Perfekt. Dann haben wir hier noch Hyrule Reis. Nee, ach, wir gönnen uns einfach alles, ne? Gönnung. Einfach bei. Ah, 2 Stück. Nehmen wir einfach fast alles. Ich glaube, die Trüffel, die waren etwas teurer. Kann das sein? Ja, 48. Naja, okay, gut. Aber dafür nehmen wir uns mal hier alle Milch mit. Passt perfekt. Könnten wir irgendwas verkaufen? Scheint nicht so. Okay, gut. Die reden wir später. Und ja, da würde ich sagen, halbe Stunde habe ich sogar durchgezogen. Mal schauen, ob sich das irgendeiner geben kann. Dann machen wir hier Schluss. Perfekt sogar. Und ja, machen wir im nächsten Part weiter. Kolbischen Hateno. Und ja, mal schauen, was wir dann noch so alles machen werden. Dann würde ich sagen, wenn euch seit einer Woche mal wieder dieser Part gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Ich bin unter manchen Social Media wie Twitter und Instagram verfügbar. Hatte mal Facebook, aber darauf hatte ich halt keinen Bock mehr. Also aktuell Twitter und Instagram. Okay, aber kleinen YouTuber wäre ein bisschen doof, aber egal. Ich hoffe, wollte trotzdem schon mal das alles sagen. Ihr findet das auch alles in meiner Kanalinfo, auch in der Beschreibung verfügbar. Verschiedene Links und so, ihr versteht schon. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.